Du musst abnehmen. Aber halt nicht, warum du jetzt vielleicht denkst. Abnehmen hat nämlich viel mehr Gründe, als nur schön auszusehen. In diesem Video möchte ich dir verraten, warum es für deine Gesundheit und gegen Schmerzen so wichtig ist, Normalgewicht zu erreichen und wie du das am besten schaffst. Bleib deswegen bis zum Ende dran. Hi. Mein Name ist Alex vom Sano Gym in Ulm und heute geht es um das Thema Abnehmen. Wir alle möchten vielleicht hier und da mal Körpergewicht verlieren, um unser körperliches Erscheinungsbild zu verändern. Wenn also auch du im Schwimmbad gut aussehen möchtest oder wieder in dein Lieblingskleid passen möchtest, dann sind das tolle Ziele, die es sich zu verfolgen lohnt und wo wir dir hier auf dem Kanal gerne Unterstützung bieten. In diesem Video geht es aber um deine Gesundheit. Nicht darum, wie wir aussehen und wie unser Körper gebaut ist, sondern wie erhöhtes Körpergewicht deiner Gesundheit schaden kann. Und zwar weißt du vielleicht schon aus anderen Videos, dass ein erhöhtes Körpergewicht Risikofaktor für zahlreiche Krankheiten ist. Viele Menschen, die übergewichtig sind, bekommen nämlich auch schon allein aufgrund des Gewichts orthopädische Beschwerden. Du kannst dir sicherlich vorstellen, was es für deine Gelenke wie Sprunggelenke, Knie oder Hüfte bedeutet, wenn du übergewichtig bist und diese Gelenke mehr Last als nötig tragen müssen. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn wir in Bewegung kommen und diese Gelenke aufgrund des Gewichts noch stärker belastet werden. Das Problem ist, viele dieser Menschen würden gerne abnehmen, können sich aber gar nicht gut bewegen und sind damit gezwungen, den Hebel der Bewegung aus der Gleichung zu nehmen. Das heißt, sie würden gerne mehr Sport machen, sich im Alltag mehr bewegen, aber können es nicht, weil ihr Körpergewicht die Gelenke zu sehr belastet und sie Schmerzen haben. Das macht die ganze Sache natürlich noch viel schwieriger. Deswegen ist es umso wichtiger, an der richtigen Ernährung anzusetzen und dann Stück für Stück mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Aber auch zum Beispiel, wenn du Rückenschmerzen hast, dann spielt das Körpergewicht ebenfalls eine große Rolle. Sicherlich ist dir einleuchtend, dass wenn zum Beispiel dein Bauch sehr groß und schwer ist, du einen mechanischen Hebel nach vorne hast, der es deiner Wirbelsäule schwer macht, gerade zu bleiben und unphysiologisch deine Gelenke und deine Wirbel belastet. Das bedeutet, ein erhöhtes Körpergewicht ist schon rein mechanisch, das ist der erste Punkt, abträglich für die Gesundheit deiner Gelenke und deinem Bewegungsapparat. Auf der anderen Seite ist jedoch ein erhöhtes Gewicht auch metabolisch, also auf den Stoffwechsel bezogen, schädlich für deine Gesundheit. Zum Beispiel wissen wir vor allem vom Bauchfett, dass es Entzündungen fördert, dass es deinen Hormonhaushalt durcheinander bringt und deswegen viele andere Krankheiten begünstigt, wie zum Beispiel Fettleber, Diabetes, das metabolische Syndrom, Bluthochdruck und. Die ganze Summe aus den negativen Folgen von einem erhöhten Körpergewicht zusammen machen es dir natürlich umso schwerer, diesen Kreislauf zu durchbrechen, in Bewegung zu kommen und wieder abzunehmen. Das bedeutet auf der anderen Seite, und das ist mir ganz besonders wichtig in diesem Video, das Erreichen des Normalgewichts ist für viele Menschen ein riesengroßer Hebel, ihre Gesundheit zu verbessern. Denn wenn du normalgewichtig bist und deine Gelenke entlastest, deinen Blutdruck senkst und damit deinen Zucker senkst und deine Blutfette senken kannst, all das passiert in erster Linie nur, weil du an Gewicht verlierst. Dadurch wiederum durchbrichst du diesen Teufelskreislauf, nicht in Bewegung zu kommen, keinen Sport machen zu können, weil du Schmerzen hast und so weiter. Was also solltest du tun, wenn du im Moment noch zu viel Gewicht mit dir rumträgst und deswegen vielleicht auch Schmerzen und Begleiterkrankungen hast? Ich empfehle dir, konzentriere dich zunächst auf eine gesunde und kalorienreduzierte Ernährung. Diese kannst du einhalten, auch wenn du zum Beispiel noch nicht so mobil bist, wie du es gerne wärst und nicht so richtig Sport treiben kannst, wie du vielleicht möchtest. Wenn die ersten paar Kilos gepurzelt sind, dann wirst du merken, dass du immer leichtgängiger dich bewegst, mobiler wirst, mehr Lust hast, dich zu bewegen und auch andere Begleiterscheinungen reduziert werden. Ab dann solltest du natürlich kombiniert vorgehen. Die tolle Ernährung, die du dir jetzt angeeignet hast, behältst du dir dann bitte bei und kombinierst auf der anderen Seite mehr Bewegung und vor allem auch Training in deinen Alltag. In dieser Reihenfolge haben es schon viele unserer Kunden geschafft, effektiv abzunehmen und auch Schmerzen zu reduzieren, weil durch das verringerte Körpergewicht die Bewegung einfach wieder leichter fällt. Deswegen möchte ich dir zusammenfassend ans Herz legen. Achte auf deinen Körper und wenn du noch nicht in der Lage bist, regelmäßig Sport zu treiben, gewisse Übungen zu machen, um Schmerzfreiheit zu erreichen, dann beginne
Körpergewicht zu verlieren, bis du Normalgewicht erreicht hast. Normalgewicht bedeutet in der Regel ein Body Mass Index, ein BMI von 18 bis 25. Wenn du etwas älter bist, so ab 50 Jahren, kann es auch 26 und etwas mehr sein. Ist dein BMI, dein Body Mass Index aber höher, dann solltest du darauf achten, zuerst über die Ernährung und dann kombiniert mit Bewegung in den Bereich des Normalgewichts zu kommen. Du wirst sehen, allein durch die Reduktion deines Körpergewichts werden sich viele Beschwerden in Luft auflösen und kombiniert mit der richtigen Bewegung wirst du endlich schmerzfrei. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen. Ich bin gespannt auf deine Meinung in den Kommentaren. Lass es uns wissen, wenn du Feedback oder Fragen hast. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, dein Alex von Sano Gym.